So, da haben wir diesen hübschen kleinen Bauernaufstand, den wir mit unseren 3.500 Mann hier nicht beschicken können. Wir müssen uns erst um den anderen Krieg hier kümmern. Vanella die Fette hat Gilroy den Säufer die Grafschaft Breifen abgenommen. Okay. Müssen. Ist das das Einzige, was hier tobt? Die beiden, ja. So, ein Sohn ist uns geboren. Der zweite, Lennon. Okay, nehmen wir an den Namen. Waffenstillstände laufen aus. Interessiert uns jetzt erstmal nicht. Hier können wir nicht belagern. Das ist nur dieser Ort. Gut, hier wieder rüber. Gleich verlieren wir unsere Hauptstadt, was nicht gut ist. Wir belagern Dover. Dumme Bauernaufstand. Wie sieht's denn aus beim Zirkel, dem es 301 dunkel macht? Wir sollten ein bisschen schneller machen. So. Plünderer. Mal wieder. Und Edward McPhister, jemand aus unserer Dynastie, braucht einen Bildungsschwerpunkt. Und der wird natürlich Kämpfer. Wir brauchen für die Zukunft Soldaten. Wir sind aber nur noch 4.700. Weil er natürlich die Landstriche, die er belagert, die Burgen, die er belagert und erobert, muss er natürlich mit Soldaten besetzen. So, wir haben 100%. Aber wir hatten uns ja nur so den angeschlossen, stimmt. Das war ja eigentlich gar nicht unser Krieg. So, schließt du dich jetzt uns an oder nicht? Ich will es doch mal hoffen. Irische Armee anschließen. Macht er jetzt scheinbar. Aber wir haben immer noch zu wenig Truppen. Wir haben immer noch zu wenig. Klein, ist klar. So, 4.100 Mann. Belagerung von Quark. So, eine große Händlerkarawane kommt. Die lassen wir natürlich rein. Als der Abend hereinbricht, sitzt der dicke Kaufmann am Feuer und erhält euch und den Rest des Hofes mit Geschichten seiner Reisen. Erzählt uns mehr über das Reich der Hindus. Im Morgengrauen bereitet sich die Karawane darauf vor, weiterzuziehen. Der Kaufmann besteht darauf, euch ein Geschenk als Dank für eure große Gastfreundschaft zurückzulassen. Dieser Eunuch soll euch zu Diensten sein. Ein Äthiopier hat nette Werte. Ist jetzt aber nicht so berauschend. Nehmen wir trotzdem. Ich nehme das Geschenk an. Und wir besetzen ihn gleich den Titel vom Hofeunuchen. Und wir warten, dass Kork erobert wird.
bevor wir den Angriff wagen. Haben wir kein Gefolge mehr? Oder ist das Gefolge, was ist damit drin? Ja. Ganz großes Kino. Wir greifen an, aber wir brauchen andere Generäle. Du bist dort, Cadneo. Fähiger Taktiker. Dort auf der Seite ist Æthelbald. Anführer der schweren Infanterie. Nein, dann packen wir ihn dahin. Æthelbald. Und Beortric hat überhaupt keinen Modifikator. Aber sonst haben wir niemanden. Oder können wir noch jemanden ernennen? Es kommt jetzt drauf an. Richard, der Herzog von Leinster, aber der regiert doch. Ist unser Hofarzt. Nee, den schicken wir dann nicht in den Kampf. Und das andere sind keine brauchbaren Krieger. So, hoffen wir das Beste. Da sind wieder Plünderer aufgetaucht. Am Nachmittag sucht euch der Kämmerer auf und erläutert einen Plan, wie exotische Waren ins Reich zu importieren wären. Er schlägt vor, eine Handelsroute zu einem ausländischen Reich aufzubauen. Dazu wäre eine teure Handelsexpedition nötig. Langfristig wirken jedoch große Profite. Stellen Sie zusammen. Wir müssen nur ein Schiff für unsere Handelsexpedition besorgen. Der Hafenmeister hat ein großes Schiff mit reichlich Laderaum, das optimal für diese Aufgabe geeignet wäre. Allerdings kostet es eine Stange Geld. Das kostet 82 oder eine Banditenbande beauftragen. Wir sind grausam und gierig. Gibt einer Banditenbande den Auftrag, das Schiff zu stehlen. So, es hat sich rumgesprochen, dass sie eine Handelsreise plant. Einige Geistliche haben sich an den Hof eingefunden. Sie möchten mitreisen, bereit mit Kirchengeldern dafür zu bezahlen. Da wir gierig sind, nehmen wir es an, obwohl wir natürlich zu den Kindern Luzifers gehören. Natürlich. Die ihr angeheuert habt, konnten das Schiff nicht vorstehen. Schlimmer noch, manche von ihnen wurden gefasst und haben eure Mitgliedschaft ausgeklaut. Es scheint, als müsste die Handelsexpedition fürs Erste abgebrochen werden. Furchtbar. Die Handelsexpedition war ein Fehlschlag, da ihr kein Abkommen bezüglich ausländischer Waren abschließen konntet. Dies wird nicht nur von euch selbst als Fehlschlag betrachtet, sondern auch von allen euren Lebern. Trotzdem Verwaltung plus 1 bekommen. Der Kampf steht auf Messers Schneider. Aber jetzt schauen wir über anzuhören. Unsere Tochter braucht einen Bildungsschwerpunkt. Der Kunst der Intrige. Wählen wir sie aus. Und die Schlacht ist gewonnen. Der Bauernaufstand in Desmond ist vorbei. Und wir haben Gavin eingekerkert. Das ist sehr schön. Und Gavin, dich opfern wir, Satan. Gavin wird benommen, als er zum Altar gezerrt wird, aber ihr könnt erkennen, wie sich Verständnis und Entsetzen langsam auf seinem Gesicht abzeichnen, als er festgeschnürt wird. Ihr ignoriert das Flehen, die Drohung und das Gebettel, als der Lobgesang für Satan sich zu einem Crescendo erhebt. Und endlich ist es soweit, ihr schwingt die Klinge in einem aufwendigen Bogen über den Kopf und stößt sie in das Herz von Gavin. Lob sei Satan. So, Gavin ist damit Geschichte. Wir lösen unsere Truppen auf.
Ist eine feindliche Präsenz da, okay. Dann müssen wir endlich den Plünderern ein Ende setzen. Und um Hector von Tormund müssen wir uns noch kümmern. Das machen wir gleich im Anschluss, wenn wir die vernichtet haben. Dann holen wir uns Tormund, weil es zu unserem Herzogsbereich holt. Er gehört. So. Mein Kommandanten Katnio wurde der Weg abgeschnitten und er wurde vom Feind auf dem Schlachtfeld erschlagen. Er kämpfte tapfer bis zum letzten Atemzug. Ärgerlich. So, wir lösen erstmal die Vasallenaufgebote auf. In Winchester ist die Krankheit Typhus ausgebrochen. Okay. Seit geraumer Zeit fällt mir der jämmerliche Zustand meiner Tochter Prinzessin Elsbeth auf. Ich habe gerade erfahren, dass ihre Schmerz- und Erschöpfungszustände durch Grippe verursacht werden. Lasst meinen Hofarzt kommen. So, dann übernimmst du hier das Kommando. Und auf dem Flügel. Wir haben hier Hangel, unseren Lehrling. Warum ist der immer noch unser Lehrling? Er ist doch gar nicht mehr der Lehrling. Wir haben ja gar keinen Lehrling. Das war noch der Lehrling unseres Vaters. Wir selber können ja keinen Lehrling einstellen. Oder habe ich da was verpasst? Nee. Wir brauchen auf jeden Fall Befehlshaber. Und an unserem Hof ist ja nichts Gescheites da. Also sollten wir mal wieder die Welt durchsuchen. Männer, Hof beitreten. Herrscher, nein. Und alle durchsuchen. Da ist ein Holländer. Gursi, Kämmerer der Bretagne, 18 Jahre alt. Den laden wir an den Hof ein. Ein Höfling in Kalabrien. Dionysos. Und Pelagio. Ne, Pelagio ist ja ein Deutscher. Die laden wir an den Hof ein. Und unsere Gattin ist erneut schwanger. Mit 37. So, der erste ist am Hof eingetroffen. Oh. Auch einer aus dem Zirkel. Alle am Hof eingetroffen. Und den geben wir natürlich auch gleich Aufgaben. Gursi. Dionysos. Und Pelagio. Die Hangel schmeißen wir raus. Dann haben wir einen Platz noch frei. Die können alle weg. Schlacht ist gewonnen. Können wir jetzt die Truppen auflösen? Jawohl. Dann werden wir die Truppen auch gleich wieder ausheben. Das ist das Gefolge. Und euch ziehen wir hier nach Tormund. Gursi. Der hat noch nicht mal einen Rang. Das ist nur seine eigene Kampffertigkeit. Das ist natürlich schlecht.
wir eigentlich an Kämpfen teil? Nein, gut. So, jetzt stehen wir hier. Und Earl Hector von Tomond. Kerker mir ein. Können wir den Titel entziehen? Nein. Aber wir können sicherlich über die Verschwörung. Ach, haben wir doch hier. Aber das heißt, wir können ihm jetzt nicht den Brief schicken, da er im Knast sitzt. Das heißt, jetzt müssen wir es ein bisschen dreckiger machen und ihn quasi anbieten, sich freizukaufen für 70 Gold. Das nimmt er an. Hervorragend. Jetzt heben wir die Truppen aus und ziehen sie dorthin. Wir haben mit plötzlichen Brechreiz zu kämpfen. Uns ist übel. Herzog Richard II. Von Leinster schätzt, dass ihr euch im Anfangsstadium der Ruhe befindet. Er gibt euch Anweisung, besteht darauf, dass ihr sie folgt. Ihr sie befolgt. Um mich von eurem Leiden zu befreien, ordnet Herzog Richard II. An mehreren Nächten lang kopfüberhängend zu schlafen. Das wird euch wieder ins Gleichgewicht bringen, versichert er euch. Gesundheit plus 0,5. So, jetzt schicken wir den Brief ab, indem wir ihm die Grafschaft entziehen. Das sieht er nicht ein und erklärt uns den Krieg. Ihr könnt den Reiz in eurem Hals nicht länger ignorieren und beginnt heftig zu husten. Schlecht. Können wir nochmal den Hofarzt rufen? Nein. Wer ist eigentlich unser Nachfolger? Prinz Ian von Irland. 2 Jahre alt. Das wäre jetzt sehr unschön. Wir belagern erstmal Bunrati. Oh oh. Ihr verspürt einen dumpfen, pochenden Schmerz hinter euren Augen. Wir kriegen noch Kopfschmerzen. Jetzt können wir die Krankheit erneut behandeln lassen. Herzog Richard von Leinster ist sich recht sicher, dass ihr die Grippe habt. Er gibt euch Anweisungen, besteht darauf, dass ihr sie befolgt. Eure Schmerzenszylinder entzündet Herzog Richard 3 Kerzen und nahm euch bei den Händen. Nach einem Moment des Schweigens forderte er euch auf, einige Worte in einer euch unbekannten Sprache nachzusprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bewirkt hat. Klein Jean hat offenbar ein besonderes Talent für den Umgang mit Wörtern. Dass sie gesellig wird. Er selber ist schüchtern, oder? Nee. Selber sind wir auch grausam. Aber. Nein. Können wir selber irgendwas machen? Kann der Zirkel uns irgendwie helfen? Nein, wir sind nur Bannmagier, da geht gar nichts. Wir müssen uns beeilen. Können wir die Krankheit behandeln lassen? So, er sagt immer noch, dass wir die Grippe haben. Herzog Richard II. Wies euch an, den Dampf aus einem Kessel mit kochendem Wasser einzuatmen, um euren Husten zu lindern. Gute Behandlung der Symptome.
manchen Tagen habe ich das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Wahrscheinlich bilde mich das alles nur ein, aber manchmal merke ich, wie mich die Leute anstarren. Wenn meine Höflinge wispern, werde ich den Verdacht nicht los, dass sie vielleicht über mich tuscheln. Ein Mitglied des Kinder-Luzifers-Zirkels zu sein, schien immer das Risiko wert zu sein. Doch jetzt bin ich mir dessen nicht mehr so sicher. Wir werden gestresst. So, wir haben die Grippe, das wissen wir schon. Was für eine Art der Grippe haben wir denn? Wir sind schon 49. Das ist nicht gut. Euer Hofarzt, Herzog Richard, der Mönch. Jetzt ist er Herzog Richard, der Mönch. Ja. War auch vorher wahrscheinlich auch. Mit durch eine Behandlung gegen eure Krankheit. Er erklärt, dass er euch unterschiedliche Behandlungsmethoden anbieten kann. Er hat einen Wert, Bildungswert von 16 und ist kein Arzt. Bitte tut nur das Allernötigste. Entspannt atmen wies Herzog Richard euch an. Die Feder in seiner Hand schien beinahe körperlos, als er damit begann, sie sanft unter eure Nase hin und her zu bewegen. Böses entweiche, befahl er, und das Niesen begann. Es geht mir besser, glaube ich. Ich hatte schon seit einiger Zeit eine Stimme gehört, konnte sie aber nicht zuordnen. Dann fühlte ich ihre Gegenwart in meinem Körper. Das fühlte sich gar nicht göttlich an. König William erhält die Stimme Satans. Oha. Er hört die Stimme Satans. Mal schauen, ob der Satan ihn retten kann. Oder ob wir bald einen neuen König sehen. Das sehen wir dann wohl in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, Leute, macht es gut und ciao, ciao.